Also wir haben ja verschiedene stark betroffene Städte allein in den letzten Tagen. In Wuppertal sind ja mehrere Straßen unterspült worden, eine ganze Tankstelle ist eingestürzt. Aber auch in Essen sind ganze Stadtteile unter Wasser geraten. Wir hatten auch früher schon Kyrill, Ela mit ganz erheblichen Schäden. Das heißt, dass Schadensereignisse, die 30 Millionen Euro, 50 Millionen Euro pro Stadt kosten können, sofort ja auch wieder repariert werden müssen, weil die Stadt sonst nicht handlungsfähig ist. Und dabei dürfen wir die Städte nicht alleine lassen. Also wir schlagen einen Unwetterfonds vor mit einer Größenordnung von rund 200 Millionen Euro. Die Hälfte trägt das Land und die andere Hälfte die Städte und Gemeinden gemeinsam. Denn wir sind auch gemeinsam für die Klima- und Vorsorgepolitik zuständig. Klimaschutz ist Vorsorgepolitik und das ist gleichzeitig Aufgabe des Landes als auch der Kommunen. Wir schlagen vor, dass das Land schnell wieder den Plan herausgreift für das Starkregenkonzept, was Johannes Remmel und Michael Groschek erarbeitet haben, und dass zum Beispiel Rückhalteflächen für Hochwasserlagen und andere Maßnahmen getroffen werden, damit in Städten und Gemeinden die Wetterereignisse nicht mehr so stark aufschlagen. Da müssen Kommunen und Land Hand in Hand gehen und Konzepte umsetzen.